Erstmals in der 53-jährigen Geschichte wurde ein Ehepaar mit dem Dr. Toni und Rosa Russ-Preis ausgezeichnet. Die Ehrung ging an Ehrentraut und Willi Hagleitner aus Bregenz für ihren vielfältigen Einsatz im Dienste der Menschen und der Gemeinschaft. Am Donnerstagabend wurde das Ehepaar nun für sein Wirken und soziales Engagement ausgezeichnet. VN-Herausgeber Eugen Russ betonte bei der Begrüßung, dass seit Jahren bewundernswerte Persönlichkeiten mit viel Zivilcourage im Rahmen einer Feierstunde ausgezeichnet werden. Ich glaube, wir werden heute Abend noch erfahren, oder in welcher Breite sie gewirkt haben. Es ist beinahe unfassbar, oder was die beiden im Laufe ihres Lebens, ihres zum Glück langen Lebens, aktiven Lebens zustande gebracht haben. Die haben Vorarlberg wirklich verbessert, ja? Die haben Vorarlberg verändert und haben unglaublich viel Soziales geleistet. Die 53. Auflage des Dr. Toni und Rosa Russ-Preises zog wieder zahlreiche Gäste ins Bregenzer Festspielhaus. An die 500 Gratulanten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren gekommen, um dem Ehepaar Hagleitner zu ihrer hohen und verdienten Auszeichnung zu gratulieren. Das sind sehr würdige Preisträger. Ich bin auch wirklich dankbar und stolz auf die beiden. Die haben jahrzehntelang die Vorarlberger Landschaft, was das Soziale und vor allem was die Familienarbeit betrifft, maßgeblich geprägt. Ja, das sind wirklich würdige Preisträger. Es waren, glaube ich, immer Menschen, die in ihren Augen Nöte hatten und Herausforderungen zu bewältigen hatten. Es waren immer oder sehr oft Familien, vor allem Ehrentraut, aber auch Willi. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass die Situation für die Familien besser wird. Und vor allem bei Ehrentraut möchte ich erwähnen, dass sie sich immer sehr auch für die Angehörigen von psychisch Erkrankten gekümmert hat. Das ist etwas wirklich Wichtiges, weil jeder weiß, wenn jemand schwer krank ist in der Familie, dann trifft das auch die Familie. Die Familie leidet mit und vielleicht wird die Familie aber auch vergessen. Sie sind Vorbilder, beide, Ehrentraut und Willi Hagleitner, wie man ein ganzes Leben lang sich engagieren kann und auch Spuren legen kann, wo dann andere nachfolgen und das hoffentlich auch aufnehmen. Die besonderen Eigenschaften und Leistungen des Ehepaares Hagleitner, verbunden mit einem über Jahre durchgehenden hohen ehrenamtlichen Einsatz, die allesamt auf Hilfe für benachteiligte Menschen abzielten, wurden von Laudator Primar Dr. Reinhard Haller noch einmal lobend erwähnt. Ich glaube, etwas Besonderes ist die Selbstverständlichkeit, mit der diese beiden seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, überall geholfen haben, wo Not am Mann ist. Sie haben es absolut ehrenamtlich gemacht, also neben ihrem Beruf. Und sie haben das letztlich in großer Bescheidenheit gemacht. Wenn man recherchiert über das Ehepaar Hagleitner, die wirklich unglaublich viele Initiativen gesetzt hat, dann findet man es eigentlich nur einmal so prominent vertreten in den Medien. Und das war, als im Jahr 2016 miteinander im Wucherhafen eine Frau vor dem Ertrinken gerettet haben. Aber alle übrigen Initiativen, die heute ausgezeichnet werden, die hat man eigentlich vielleicht viel zu wenig in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen. Ehrentraut und Willi Hagleitner blieben bei ihrer Dankesrede eher bescheiden. Die beiden zeigten sich tief beeindruckt und bedankten sich bei ihren Familien, Freunden und bei einer großen Anzahl von Personen, die professionell oder ehrenamtlich für andere da sind. Ja, es war für uns sehr, sehr überraschend, aber es freut uns und wir nehmen es wirklich stellvertretend für viele, viele, die mit uns gearbeitet haben und die es genauso verdienen würden. Ich hoffe, dass auch diese Auszeichnung wieder beiträgt, psychisch Erkrankte mehr in den Blick zu nehmen und Vorurteile abzubauen. Es war eigentlich atypisch, weil ich bin ja aus der Wirtschaft, Wirtschaftstreibender, und trotzdem hat mich das immer sehr interessiert. Und die Ehrentraut, meine Frau, hat mich natürlich auch sehr animiert dazu, auch die vielen Kontakte mit den Mitmenschen haben dazu beigetragen, dass ich immer mehr die Nöte der Menschen kennengelernt habe und mich auch, wo es möglich war, dafür eingesetzt habe. Nach ihrer Dankesrede wurden die Geehrten mit Standing Ovations und lange anhaltendem Applaus von der vollen Werkstattbühne verabschiedet.